Diese Wallbox habt ihr bestimmt schon einmal in meinen Videos gesehen. Heute geht es nämlich um die IQ von DeSony und die ist wohl die beste Wallbox, die man aktuell kaufen kann. Warum das so ist und was sie so besonders macht, das erfahrt ihr jetzt auf... Oh, Moment, die Tür. Wer ist der denn? Drive. Project Drive. Eigentlich schon krass, wie schnell die Zeit vergeht, denn DeSony ist schon seit circa, ich glaube, 6 Monaten mein Kanalpartner und es sieht stark danach aus, als ob die Partnerschaft auch weitergeht. Ich habe mich damals sehr gefreut, als sie auf mich zugekommen sind, denn wir haben hier eine deutsche Firma, made in Germany, Nähe Nürnberg und das heißt beste Qualität und bester Service. Stimmt doch. Stimmt doch schon, oder? Die DeSony IQ kommt erstmal clean und unscheinbar daher. Man könnte sich zum Beispiel erstmal fragen, was das ist oder was dieser längliche Streifen an der Vorderseite soll. Nun ja, das sind zum einen eingebaute Boxen, die ihr mit eurem Mobiltelefon, mit eurem Handy verbinden könnt über Bluetooth und die können auch Warntöne abspielen. Und das Besondere bei zukünftigen Updates wird zum Beispiel sein... Deine aktuelle Reichweite beträgt 120 Kilometer. Ich empfehle dir, morgen zu laden, denn wir erwarten 10 Sonnenstunden. Cooles Feature. Oder aber auch... Aktuelle Kosten für die Ladung 17 Euro. Man hat hier sozusagen mit, wie gesagt, zukünftigen Updates einen Sprachassistenten, der euch gewisse Informationen vorsagt. Und als zweites sehen wir hier eine Lichtleiste mit Bewegungsmelder, die man in sehr vielen verschiedenen Farben und Animationen einstellen kann. Und schon ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir mal den Marco hinzuholen. Hallo. So, der Marco ist einer der Gründer und Geschäftsführer von DeSony und war so blauäugig, mich in sein Leben zu lassen. Marco, was ist deine Funktion? Was tust du hier genau? Also meine beiden Gründerkolleginnen, Davide und Rüdiger, haben einen technischen Background. Davide kümmert sich um das Thema Software und Elektrotechnik, Rüdiger um das Thema Hardware, also Konstruktion, Produktion, Bauteile. Und ich kümmere mich um alles, was drumherum anfällt, also Personal, Vertrieb, Marketing und Finanz- und Buchhaltung. Ja, sehr cool. Wie alt bist du? 31. Aha, Sternzeichen? Fisch. Und Lieblingsfarbe? 7. Spaß beiseite. Aber es soll gar nicht so um uns eigentlich jetzt gehen, sondern natürlich um die DeSony IQ. Und mit der geht's jetzt auch weiter. Und weil wir wissen wollen, wie die DeSony IQ an einer echten Hauswand aussieht, schauen wir uns doch genau das an. Also wir sind jetzt gerade mit dem ID4 mit DeSony-Kennzeichen. Sind wir jetzt zu einem Live-Beispiel, sage ich mal, gefahren. Denn hier hängt die DeSony IQ in freier Wildbahn, wenn man so will. Und das ist schon ziemlich cool. Da sehen wir es mal am Beispiel, wie das halt am Haus aussieht. In dem Einspieler habt ihr auch gesehen, das Haus hat hier oben eine PV-Anlage. Darauf kommen wir aber später auch nochmal zurück. Und dann würde ich sagen, Marco, erzähl uns mal, was sind die wichtigsten Features der DeSony IQ? Ja, allen voran auf jeden Fall das Thema Over-the-Air-Update-Fähigkeit. Das heißt, wir haben schon coole Features im Gerät, aber es entwickelt sich auch kontinuierlich weiter. Zum Beispiel kommen in Zukunft dann Echtzeitstromtarife, die man nutzen kann. Wir arbeiten zukünftig mit Wetterdaten und viele weitere Themen, an die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken, weil sich die Bedürfnisse in dieser Markt natürlich extrem schnell weiterentwickeln. Ja, eines der Kernfeatures, was immer mehr nachgefragt wird, ist das Thema Dienstwagenabrechnung. Wie kann ich zu Hause hier mit meinem Arbeitgeber den Strom, den ich lade, abrechnen? Hier haben wir einen MID-Zähler im Gerät und bieten dieses Feature bereits an. Aber das wahrscheinlich wichtigste und gerade am meist diskutierte Feature ist das Thema PV-Überschussladen. Das heißt, wie bringe ich den Strom, den ich selbst erzeuge, in mein Elektroauto? Ja cool, die kann PV-Überschuss laden, aber mit welchen PV-Anlagen oder mit welchen Wechselrichtern ist die DeSony IQ denn eigentlich überhaupt, naja, kompatibel? Ja, also grundsätzlich können wir das PV-Überschussladen mit allen Anlagen umsetzen, wenn ein zusätzlicher Smart Energy Meter verbaut wird. Aber unser Anspruch ist es eigentlich, das softwareseitig zu lösen, ohne zusätzliche Hardware. Das geht jetzt halt schon mit SolarEdge und mit Kostal. Dieses erste Halbjahr 2023 kommt noch Fronius mit dazu, die Tesla Powerwall und Fenecon. Und im zweiten Halbjahr dann mindestens nochmal 3, zum Beispiel Huawei, Sungrow und SMA. Vielleicht auch noch weitere. Okay. Kann das noch eine andere Wallbox?
Also ohne zusätzliche Hardware ist es mir nicht bekannt, weil wir haben Energiemanagementsystem als Software-Stack in die Ladestation gepackt, haben ein eigenes Linux-Betriebssystem und dadurch können wir diese Treiber direkt integrieren. Weiß nicht, ob es eine andere Anlage gibt oder eine andere Ladestation, die auch so eine Architektur hat. Also könnte man im Prinzip sagen, so was auch eigentlich schon allgemein bekannt ist über die Wallbox, dass sie eigentlich schon alles fertig eingebaut hat. Die muss eigentlich nur noch an die Wand gespackst werden, blöd gesagt, und los geht's. Ne? Also stimmt ja eigentlich mehr oder weniger. Ne? Richtig, ja. Eben, also sieht man ja mal. Also nicht schlecht. Genau. So. Fairerweise muss man eben sagen, wenn jetzt was noch nicht integriert ist, wie beispielsweise jetzt der SMA-Wechselrichter, dann braucht man einfach noch ein bisschen Geduld. Aber das Gute ist, durch die Over-the-Air-Update-Fähigkeit können wir solche Features ja nachträglich dann reinbringen. Ja. Es kommt ein Update und ein halbes Jahr später kann das Gerät. Zum Beispiel wie mit der Funktion, dass durch die Boxen dann quasi auch angezeigt werden kann, wie viel Akkustatus vielleicht der Wagen hat oder wie lange noch die Ladezeit ist per Sprache, ne? Wie dieser Sprachassistent in Anführungszeichen, sage ich mal. Das wird ja dann auch in Zukunft dann per Over-the-Air-Update quasi hinzugefügt. Ne? Also super coole Sache. Hey Leute, sagt mir gerne in den Kommentaren, welcher Wechselrichter eure PV-Anlage steuert und welche Wechselrichter die Sony eventuell noch in ihrem Repertoire hinzufügen könnte. Oder sagt uns, welche Features ihr euch für die Ladestation in Zukunft wünscht. Hier gehen wir super gerne auf die Community ein und freuen uns natürlich über den regen Austausch. Ja gut, blöde Frage mal. Wie funktioniert die überhaupt PV-Überschussladen? Nimm's ruhig, genau. Ja, also das ist eine sehr gute Frage, denn es wird immer unterschiedlich umgesetzt. Bei uns ist es so, über die eigene, die Sony Smartphone-App, kann man zwischen drei verschiedenen Lademodis wählen. Das blende ich euch übrigens eventuell hier ein. Genau, und weiter. Lademodus 1 ist das Schnellladen, das normale Laden mit 11 oder bis zu 22 kW. Dann, also unabhängig von der Stromquelle. Dann das völlig autarke Laden, also wirklich nur, wenn meine PV-Anlage Überschuss erzeugt, lade ich das. Wenn sie nichts erzeugt, dann lade ich auch nicht. Ja? Aber der wohl meistgenutzte Modus von uns kreiert ist der PV-Mix-Modus. Hier funktioniert es folgendermaßen, also wir zielen darauf ab, dass der Nutzer möglichst alles von seinem eigen erzeugten Strom selbst nutzen kann. Das ist ja das Ziel, wenn man eine PV-Anlage hat. Ja? Und dieser PV-Mix-Modus funktioniert so, ab 1,4 kW... Überschuss, fangen wir an, das Auto mit 4,1 kW zu laden. Ja. So, diese Differenz von 2,4 kW wird entweder aus dem Speicher oder aus dem Netz bezogen. Warum machen wir das? Weil unter 4,1 kW das Auto einfach nicht voll wird und man Wirkungsgradverluste beim Laden hat. Also ich kriege eh schon wenig ins Auto und davon auch nicht alles. Dann komme ich nicht voran. Ja? Wenn dann die PV-Anlage aber Gas gibt und mehr Strom erzeugt, ja, dann schwenken wir ab 4,1 in den autarken Modus über. Also ich kann dann mit 6, 7, 8 kW völlig autark laden. Wenn ich wieder unter die 4,1 falle, dann füllen wir zu. Und wenn ich unter 1,4 falle, dann schalten wir auch diesen Modus ab, weil es dann nicht mehr rentabel ist. Das ist die Logik dahinter. Und so können wir jetzt schon nachweislich die Nutzung vom eigenerzeugten Strom maximieren. Also ich habe vorhin schon gesehen, du spielst die ganze Zeit mit so einer komischen Karte rum. Und ja, meine Frage knüpft eigentlich direkt darauf an, nämlich was in der Zukunft noch kommt. Und das ist wahrscheinlich das, ne? Ja, richtig. Was ist das? Also im April kommt eine neue Version unserer Ladestation. Die wird genauso aussehen. Allerdings ist hier im Kopfteil noch ein RFID-Reader, dass wir eine nutzerspezifische Abrechnung beispielsweise auf Firmenparkplätzen oder in Mietshaussituationen anbieten können. Ja, sehr praktisch. Außerdem wird in der neuen Version die 230-Volt-Steckdose auch abschaltbar sein, also sperrbar über die App. Und der Strom, der über die Steckdose läuft, ist dann auch in der App zu sehen. Ja, jetzt haben wir wirklich viel über die DeSony IQ erfahren. Es ist eine Premium-Ladestation, die nicht nur gefühlt wahrscheinlich absolut alles eigentlich kann, was man braucht. Die kostet doch safe irgendwie 5.000, 6.000 Euro, oder? Nein, also unsere unverbindliche Preisempfehlung, die liegt bei 2.125 Euro. Da hört ihr es. Und für mehr Informationen, wie man sie kaufen kann und auch der Preis nochmal im Einzelnen, findet ihr unten übrigens in der Beschreibungsbox unterm Video. Da kommt ihr direkt auf die Webseite von DeSony. Also Leute, wir haben heute viel über die DeSony IQ erfahren. Falls euch noch irgendwelche Informationen fehlen, dann findet ihr natürlich den Link zu der Website von DeSony in der Videobeschreibung. Dann sage ich natürlich erstmal Danke an das ganze Team von DeSony, auch den David hinter der Kamera, der wurde direkt befördert heute, und natürlich auch an Marco, der mit uns heute hier geredet hat. Vielen Dank auch an dich, hat super Spaß gemacht, ja, mega wirklich cool, dass du da warst. Ja, ja, danke auch. Vielen Dank, Alex. Danke natürlich auch an euch, dass ich da sein durfte. Und ja, damit sind wir am Ende vom Video. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und einen Like da. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.
Hey, was ist denn das? Das ist ein Lautsprecher. Okay, und was ist das? Ein blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Okay.